Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Steam Studio. Mein Name ist Meister Schröder und ja, wir forschen hier gerade Advanced Tungsten Smelting 3 und hoffen, naja, oder ich hoffe, dass das einigermaßen gut durchgeht. Sieht erstmal schon mal gut aus. Und dann können wir uns mal ganz kurz Gedanken machen, wenn wir Advanced Smelting 3 haben, wie wir unser Tungstenwerk umbauen können, damit wir dann dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Wir brauchen dieses Tungstenpowder, Tungstenohr. Hatten wir da eine Verwendung für? Naja, das können wir, ich glaube ja, irgendwo gab es eine Verwendung dafür, aber dann müssen wir nicht diesen Umweg gehen. Obwohl der jetzt gar nicht so schlimm war, aber wir haben halt jede Menge Side-Produkte, die ich nicht unbedingt haben will, wie zum Beispiel dieses hier, wo ich nichts für finde oder nicht mehr wüsste, wo es ist. Und dann müsste ich auch schon wieder dieses Gas hier in Massen machen. Also, jetzt haben wir es erforscht und damit haben wir jetzt auch die Rezepte dafür. Moment, klick da nochmal drauf. Dann nehmen wir hier als letztes Rezept natürlich erstmal... Warte mal, nee, das ist ja das, was wir haben wollen. Bin ich schon wieder durcheinander. Gut, die Herstellung bleibt immer noch gleich, ne? Also da kommen wir nicht dran vorbei, ne? Das geht nur über dieses Material. Das ist okay. Aber hier können wir das Rezept Nummer 2 wählen, was dann über dieses geht hier. Machen wir das mal aus. Hier können wir dann die Pellets machen. Das können wir dann daraus machen. Und jetzt müssen wir hier mal ganz kurz, zack, zack. Und das muss noch ganz unten. So. Moment. Hier fehlt noch irgendein Arbeitsschritt dazwischen. Den brauchen wir noch. So. Okay. Also. Und jetzt müssen wir nur dazu liefern. Wir haben das einzige Seitenprodukt ist wirklich dieses Fluoride Ore, was wir dann auch loswerden müssen. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das loswerden. Ob ich das jetzt wegwäude oder ob ich das dann lasse. Dieses Hydrogenfluoridgas, das kann ich herstellen vor Ort. Genau, das kann ich herstellen vor Ort, indem ich das habe, ne? Genau. Das kann ich anliefern. Die Acid kann ich anliefern. Hier haben wir dann Fluoric Wastewater, was wir dann natürlich dann wieder umwandeln können, wo dann auch das bei rauskommt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ne? Also das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, das ist ja dann auch hier. Was geht denn hier drüber? Und dann kommt da oben dann irgendwann anderes Material wieder raus und so. Das ist natürlich nicht so gut, die Abklärung. Na gut, ist halt so. Ich denke mal, dann werden wir irgendwann davon einfach zu viel haben. Seitenprodukt. Wir haben sogar eine Herstellung dafür, ne? So ist es nicht. Also von daher, wir können es anbieten, können es natürlich dann höherwertig anbieten, dass das dann eher von da abgeholt wird. Dann gucken wir mal einfach, ob es dann was ist und alles, was über ein bestimmtes Maß ist, wird dann einfach weggeschmissen und gut ist. So würde ich das machen. Genauso machen wir das mit dem Wastewater dann in dieser Produktion. Wir bieten es an, dass es abgeholt werden kann, aber alles, was zu viel ist, wird halt gnadenlos weggeschmissen. So, heißt aber, wir müssen mindestens dieses Gas noch herstellen und wenn wir dieses Ammoniagas herstellen wollen, hätte ich ja das ganz gerne eigentlich darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch eine Methode? Sogar eine chemische Methode? Wo wir es aus Hydrogen und Nitrogen machen könnten. Ja, nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall auch leisten hier. Und dieses Hydrogen können wir herstellen. Nitrogen können wir ja herstellen durch die Luftteilung. Das geht dadurch. Und das haben wir eigentlich in Massen vorrätig. Hätte ich gesagt, dass wir das in Massen vorrätig haben. Nö. Okay. Siehst du wohl, dann brauchen wir das nämlich auch gar nicht über die Pflanzenherstellung zu machen, dann geht das nämlich auch ganz fix so. Da haben wir ja oben dann nachher wieder diese Produktionsstätten dafür, wo wir das dann machen können, denke ich mal, das sollte ausreichen. Gut, also Ziel ist erkannt, Gefahr ist gebannt, hätte ich fast gesagt. Ne, das ist ja schon wieder dusselig. Tungstenpowder können wir dann herstellen, das können wir herstellen, das können wir herstellen. Wir brauchen 10 davon, okay, davon haben wir eindeutig mehr. Wir brauchen dann aber 3 pro diesem Werk von den Ohrprozessoren und 2 Pelletpressen und 4 Chemical Furnace MK1. Haben wir da MK2 mittlerweile schon, oder? Moment, wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt bei der Forschung auch noch
K3 schon erforscht, irgendwo mit dabei. Gibt es dann noch Ore Processing, irgendwie sowas in der Art? Na, vielleicht können wir da noch ein bisschen was machen. Da können wir nämlich hier den Vierer herstellen. Und wir bräuchten nur 30 solcher Flaschen dafür. Ich würde sagen, wir gehen mal da drauf. Und gucken mal, wie viele Flaschen wir hier oben noch haben. 12. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp sich ausgehen, aber könnte doch zu knapp werden. Na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Produktion ein bisschen nochmal in Gang kriegen. Ist ja auch kein Problem. So, was haben wir hier Schönes? Uns fehlen die Prozessoreinheiten. Die sind da. Was fehlt denn hier? Hier fehlt dieser Baustein. Dieser Baustein. Dem fehlt der Baustein. Der Baustein fehlt. Und da fehlen schon wieder Steel Plates. Moment. Steel Plates? Ich will ja nicht unhöflich sein, ne? Aber... Steel Plates. Momenten. Die fehlen die, ne? So. Ah, da fehlen noch gleich die grünen Chips. Warte mal, dann hole ich mal ein paar grüne Chips auch noch. Ah, mal ran. Jetzt soll ja eigentlich nur kurz werden, weil ich da oben sein. Die fertige Produktion will ich ja ein bisschen anders aufbauen hier. Da muss ich mir zwei, drei Gedanken mehr machen darüber, wie ich es wirklich haben will. So, okay, dann geht's hier wieder los. Hier geht die Produktion los. Das Ding pfeift wie aus dem letzten Löchlein hier. Und hier haben wir nämlich bloß noch drei, die was produzieren. Die Flaschen reichen auf jeden Fall nicht aus. Aber da haben wir schon wieder 6 Stück zusammengesammelt. Die lassen wir dann mal einmal durch die Produktion hier gehen und durch die Forschung. Und schon forschen wieder 4 Geräte. Super. Also, das klappt dann. Und dann haben wir MK4. Dann werden wir das mal jetzt aufbauen mit MK4 hier im... Nee, da. Und ich denke, die MK4-Teile kann ich dann auch bauen. So, von den Teilen habe ich dann auch MK4? Nee, die sind da nicht drin. Wo sind denn die drin? Was müsste denn hier irgendwo mit drin sein, oder? Da geht es erst auf MK3. Okay. Also Pellet Press haben wir definitiv erst MK1. Aber mal gucken, dass wir das hier noch ein bisschen besser, noch ein paar mehr Flaschen rauskriegen hier. Wie sieht das generell aus hier oben? Okay, das sieht gut aus. Schwefel noch nie aus. So, das passiert, das passt sowieso. Naphtha, Kunststoffstangen, ja, rote, da könnten noch ein paar Flaschen zustande kommen. Das könnte noch ausreichen, dass wir auch das dann noch erforschen können. Als nächstes, so, dann haben wir hier mal, dann sollten eigentlich jetzt schon wieder ein paar mehr sein, dann sollte das ja nicht relativ schnell gehen. So, okay, also wir gucken mal weiter, wie viel ich davon brauche. So, von denen hätten wir MK2 theoretisch im Angebot. Hier hätten wir theoretisch MK4 im Angebot, aber dann lassen wir ruhig MK3. So, dann ist das hier bloß noch ein Verhältnis von 1 zu 2. Das ist schon mal ganz gut. Das ist dann ein Verhältnis von 1 zu 1. Das ist auch gut. Das ist dann auch ein Verhältnis von 1 zu 1. Wenn wir hier MK3 nehmen wahrscheinlich, ja. 1 zu 1. Und dann können wir hier MK2 nehmen. Dann hätten wir wieder bloß 10 Stück. Dann ist es dann 2 zu 1. Und hier brauchen wir dann MK3 für, dass das hier auch 1 zu 1 steht. So. Das müssen wir jetzt alles da reinkriegen. Und auch noch die Gaszuführung und ähnliches. Ja, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden, das alles sauber hinzubauen. Ich will ja nichts rumkennen, ne? Das könnte schwierig aussehen. Nougat. Nögelt. So, Metallurgie 4 ist abgeschlossen. So, jetzt gehen wir nochmal mit T hier oben rein und gucken mal, dann haben wir hier nämlich noch, wenn hier noch so alles da ist, denn das auf 3, da ist die Pellet Press auf, nee, das ist der Sintering Ofen und den Powder Mixer auf 3. Und hier wäre das und das auf 3. Ja, Pellet Press auf MK2. Ohrprozessor MK3. Was haben wir hier noch? Advanced Titanium Smelting. Ja, das sieht alles schon sehr interessant aus hier, weil das brauchen wir nämlich dann auch nochmal. Und hier, also da. Oh, was ist das denn hier Schönes? Water Chemistry. 15 Semi Heavy Water. Purified Water Dampf. Enriched Hydrogen Sulfidgas.
Wovon reden Sie? Hier hätten wir noch die größeren Solarpanels. Hier hätten wir dann schon diese Prozessor-Unit. Ne? Dann könnte man auch darauf gehen, dass wir dann in die Richtung gehen. Aber da brauchen wir die Chromplatten schon zu. Okay. So, Forschungseffizienz ist nur das Tempo erhöhen, aber nicht die Effizienz erhöhen. Hier dieses Abbauding, das könnte man nicht mal erforschen. Dann geben wir ein paar Flaschen bei drauf. Das ist eigentlich auch nicht schlecht hier mit dem Synthesegas. Da könnte man auch noch ein paar Sachen mal vereinfachen, glaube ich. Das ist dann hier Liquid Resin. Okay, das geht aber dann. Da will ich eigentlich noch gar nicht dran. Advanced Kupfersmelting. Dann könnte man das auch einmal alles neu aufbauen da oben. Kupfer und sowas, das will ich ja eh nochmal auseinandernehmen, ne? Kupfer, Eisen. Zinn und Blei. Da müssen wir mal gucken, wie weit das hier geht. Das ist maximal 3. Geht das nicht weiter denn? Gibt es dann nichts mehr mit den Schmelzgeschichten? Okay, na, dann machen wir das alles auf 3 und dann bauen wir das. Dann bauen wir die, dann muss ich da auch mal ran. Ich will ja dieses Eisenwerk, das Kupferwerk, das Bleiwerk und das Zinnwerk will ich ja auch erweitern. Das wollte ich ja dann auch da rausnehmen, also dass es dann in 2 Kisten liegt und nicht mehr in einer, alle 4 Sachen und so. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal da drauf und machen das. Was ist das hier überhaupt? Thermal Water Extraction. Aha. Und ein Salz kommt dabei raus, okay. Erforschung starten. Ich denke, das ist jetzt ganz fair, wenn wir erstmal so ein bisschen da ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Hier von dem ein paar Flaschen dazu pappen. Forschung ist so noch ein ganz großes Feld, wo wir noch dran gehen können. Aber wir kommen weiter. Gut, alles klar. Das heißt, wir werden uns jetzt... Achso, jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken, ob ich die MK4-Geschichten und sowas da oben alles dann einstellen kann. Dass die dann automatisch produziert werden. Dass wir die auch haben zum Bauen. Und dass ich die Dinger mit habe, die ich auch wirklich brauche jetzt gerade beim Bauen. Nee, ich muss hier noch eine Etage höher, glaube ich. Und dann muss ich mir hier gucken, das müsste dann hier MK4 werden. Und den... Was baust du hier? Du baust... Induction Furnace. Und den wird es dann hier in MK4 geben. Induction Furnace MK4. Das stimmt schon, das MK3 kriegt er nicht. Wieso nicht? Da ich ein Blast für das MK4 hier bauen will. Idiot. So, dann Schuh raus. Was haben wir hier Schönes drin? Hier ist die Casting Machine. So, der liegt doch raus. Hier in dem Blast Furnace jetzt so. Der Rücke Furnace MK4, wo ist der denn? Theoretisch drin. Ah. Hier ist die Produktion verrutscht. Nein. Hä? Ist die Produktion komplett verrutscht? Chemical. Hier oben würde ich gerne den Chemical MK1 haben. So.
Dann fehlt hier noch so eine Kiste. Wieder ein grüner Draht auch noch. Okay, und dann fehlt hier noch der Greifer dazu, dass er das darüber legt. Mal weg. Eisenrohre. Okay, Eisenrohre gibt's von da. Steel Plates. Oh, ein Steel Plates. Hier müssen eigentlich Steel Plates drauf liegen. Ah, die werden hier vorne weggesaugt. Alles klar, okay, die kommen dann auch nochmal rein. Okay, dann haben wir das auch erstmal durch. So, dann haben wir hier den MK2. Haben wir noch gar nicht im Bau hier. Den müssen wir auch bauen. So, den hier, da gibt es keinen MK2. Okay, was brauche ich dafür Bauten noch? Den haben wir, den Pellet Press. Habe ich die Pellet Press hier irgendwo? Und hier mit drin? Ah, hier hinten könnte eine Pellet Press sein. Hier ist sogar der Sinterringofen schon. Pellet Press hier? Ne, das ist Casting Machine. Pellet Presser. Pellet Press. Auch hier unten irgendwo mit dazwischen stehen noch. Electroing Cell wird hier erwartet. Hier wird der MK4 erwartet. Pellet Press MK3. MK1. Okay, dann ist doch hier die Pellet Press MK1. Sehr gut, dann können wir die nämlich hier auch bauen. So, dann haben wir das nämlich auch. Gut, dann haben wir ja theoretisch eigentlich alle Gebäude, die es braucht, um hier weiterzukommen. Ich weiß nicht, Pellet Plus MK2 können wir nicht bauen. Gut, alles klar. Gut, also dann sollten hier eigentlich alle Gebäude jeglichen Typs entstehen, wenn das hier mal gebaut worden wäre irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sich da jetzt die Bauroboter so wehren gingen, das hier zu bauen. Kann eigentlich nicht so schwer sein. So eine Kiste hier. Eine hätte mir hier reicht. So, die wollen wir da hin. Den Draht kann ich ja schneller machen, oder? So, okay. So, was fehlt dir jetzt? Steelplates fehlen dir jetzt hier. Aber die kommen ja von da. Warte mal, dann lege ich dir mal ein paar Steelplates hier rein. Gut, dann arbeitest du auch. Okay. Also, wenn die denn hier durchkommen würden, durch dieses Förderband, wenn dann mal hier die ganzen Steelplates sozusagen gut durchgearbeitet wären, dann könnte man das ja machen. Ich könnte hier eigentlich mal drüber springen und sagen, die ganzen gelben durch blaue ersetzen. Dann haben wir hier auf jeden Fall mehr Durchsatz an Material. Na, egal. Das ist dann etwas anderes. So. Oder gelb durch blau und links. Warte mal, ist das überhaupt so? In meinem Plan. Ich bin schon wieder. Naja, es geht noch. Upgrade Plan. Da ist rot durch blau ersetzt. Okay. Wenn ich das jetzt mit den gelben mache und die gelben durch rot ersetze und das hier einmal drüber ziehe, dann müsste ja eigentlich das. Naja, gut, weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge das passiert. Nicht, dass es dann zum Unmöglichen so einer Vermischung bei einer Kombination gibt und dann passt das wieder was nicht, ne? Müsste wirklich erst eins upgraden und dann das andere. Damit nie beides irgendwie gleich sein kann. Oder halt ihm wirklich das Gelbe gleich zu blau machen. Hm. Okay, so. Mach. Förderband. Gelb. Gelb. So. Blau. Blau. Wenn wir nämlich hier einmal so rüber gehen,
Dann macht der alles, was gelb ist, einfach blau. Produziert so lange noch. Und eigentlich müssten genügend blaue Materialien oder blaue Unterirdische unseres da sein. Wo sind die hier? Da. Ein K von blauer Füller, wenn da gibt es auch genug von. Also dann dürften die Bauroboter eigentlich keine Schwierigkeiten haben, wenn sie denn mal bauen wollen würden. Ich weiß nicht, wo sie sind. 200 sind ausgeflogen. Der Rest ist alles drin im Bau. Na gut. Stecken die. Hier hinten wird auch nicht gebaut weiter. Oh, Facility Machine MK3 habt ihr nicht? Was ist da los gerade? Den Ore Facility Machine MK3 nicht. Was mangelt uns denn da? MK2 Teil gibt's nicht, weil kein Stahl durchkommt hier. Hä? Ich hab auch gar keine Chance, Stahl zu kriegen. Müsste sich ja theoretisch schon da holen. Naja, gut, okay. Wie gesagt. Allzu komplexe Dinge. Will ich mir schicken. Am besten. Also ist nett gemeint, ja, alles gut, aber wie gesagt. Da wundere ich mich denn weniger. Weil für mich im Kopf ist es halt abgehakt, ne? Dann, wenn da bestimmte Sachen dann doch irgendwie so komisch liegen, dass es dann halt nicht klappen kann, dann bin ich erstmal verwirrt. Aber okay, nee, ist ja gut. Man findet ja alles. Das ist ja nicht das Problem. Also es ist ja jetzt nicht das ganz, ganz schlimme und ganz große Ding. So. Ich bin ja dankbar dafür, überhaupt die Idee sozusagen so das aufzubauen. Also bei mir hat das anders ausgesehen. Aber das ist was anderes. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich bin ich ein riesen Fan der Logistikroboter, aber das ist natürlich jetzt hier in dem Modpack und dem, welche Strecken alles zurückklingen, also beim Logistikroboter wahrscheinlich eher wirklich sehr hinderlich, beziehungsweise bräuchte man so elend viel davon, dass es dann irgendwie klappt, damit das, also ja, das ist schwierig. So, aber meine Frage an der ganzen Sache ist ja trotzdem, warum fliegen denn jetzt hier bloß 200 aus? Also sind ja deutlich mehr Aufträge da. Oder ist es immer noch hier, dass sie dann die... Haben die eigentlich mal alle Dings fertig hier? Alle Solarzellen? Tatsache. Die haben alle Solarzellen fertig. Oh! Das ist ja auch nochmal eine kleine Feier wert. Wir haben jetzt 6000 von den Solarzellen und 12.000 von den... Oh. Gut. Naja, da geht doch was. Da geht was. Der Strom, der läuft. Gut, alles klar. So, jetzt kriegen die auf jeden Fall ihre Facility Machines. Okay, die werden gleich durchgereicht. Hier natürlich dann auch auf MK4. Bis MK4 durch. Ja, okay. Das passiert jetzt. Da geht jetzt natürlich hier wieder der Stahl raus. Naja, gut. Ist halt so. Hier wird auch durchproduziert. Die Montagemaschine machen die auch wie so wild. Die ganzen Blastfirnisse, dass bis da unten 50 Stück drin liegen. Naja, gut. Nee, ist okay. So, woran mangelt es dir? Dir mangelt es natürlich am MK2-Teil. Den MK2-Teil mangelt dann Stahl, weil ja, hier kommt dann schon kein Stahl mehr an. Na gut. So, dann gucken wir mal, dass das hier einigermaßen läuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann werden wir auf jeden Fall uns vielleicht die Teile schon zusammenkriegen, die wir alle brauchen, zumindest in Einzelteilen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr Stahl durchkriegen hier durch die Fabrik. Dass das dann vielleicht ein bisschen, na gut, es sollte ja nach und nach sich dann sowieso füllen und dann bauen. Also da sollte jetzt kein großes Problem bestehen. Und wenn die jetzt hier alle blau wären, hoffe ich mal, dass sie das gleich mal doppelt ausrüsten. Also wenn sie dann irgendwo hinfliegen, das sind gleich beide sozusagen was kriegen. Wo fliegen die denn hin jetzt hier? Ach, die holen da oben nochmal Strom. Da ist ja auch ein... So, warte mal, jetzt da fliegt einer weg. Tauschen die gleich beide aus oder tauschen die immer bloß eins? Und jetzt tauschen sich mal gleich beide Förderbänder aus, dass sozusagen da auch gar kein großartiger Unterschied mehr ist. Und dann haben wir hier dann auf dem Förderband natürlich dann schon deutlich höheren Durchsatz, weil jetzt hier nicht, glaube ich, was ist der Durchsatz gewesen? Transportiert, wie viele Teile? 15 Gegenstände, das transportiert 45 Gegenstände. Das heißt also, der
Durchsatz, der erhöht sich immens. Aber jetzt auch bloß auf einer Schiene momentan, aber das sollte sich auf jeden Fall positiv bemerkbar machen. Und da sollte ein bisschen mehr Stahl dann auch durchfliegen bis nach ganz hinten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.